Herzlich willkommen zum weiteren Ausgabe von Fischbeck. Das ist Gusch. Kennst? Jetzt hört man das. Ja, wurscht. Heute geht es um was ganz Geiles. Bevor Zeit! Wir anfangen. richtig, Zeit, ja. Eins will ich nur kurz rausschmeißen, weil mir es auffallen ist beim Rausrendern. Ich habe immer den gleichen Pullover an. Das heißt aber nicht, dass ich den ganzen Tag anhabe und der grauslich ist. Der liegt da im Office und der wird nur angezogen, wenn der Gusch kennst, Podcast beginnt und das euch auskennst. Das glaubt ihr, wird den ganzen Tag immer dumm gegrindet, Alter, und wird grauslich. Auf gar keinen Fall. Lüg! Spaß. Kurzes Update, Bitcoin sind wir auf 63.000, schmeckt mir richtig gut. Was aber noch viel besser ist, Tesla von 140 auf 197. Oh. Da stoße ich kurz mit an. Oh, geil, Alter! Nice. Da freue ich mich drauf, das ist wieder bombastisch. Ich habe wieder angefangen, dank diesem Buch, bin ich wieder komplett im Option Trading drinnen. Heute einen bombastischen Trade gehabt, mir richtig gefreut. Ja, wird geil. Aber heute quatschen wir nicht über das Buch. Das Buch kommt am Montag nächste Woche. Heute quatschen wir über Zeit. Ich habe jetzt mal zwei Themen. Ein sehr trauriges Thema und ein sehr ein Wake-up-Call-Conversation. Ein erhellendes Gespräch. Ja, genau. Ich würde sagen, willst du anfangen oder sie anfangen? Machen wir es mal in der Reihe nach. Also bei mir war es ja so, da brauchen wir gar nicht so tief, oder ich tease es mal an, dann kannst du sagen, dann kann ich noch was zu meinem Thema sagen. Bei mir ist ja gestern mein liebster Onkel gestorben in Serbien, ohne jetzt diese Folge negativ zu machen, sondern das war wirklich so einer, das war mein Lieblingsonkel, der immer lustig Witze gemacht hat und so weiter, der auch viel in Deutschland dann auch war und so weiter und so fort. Kam aus dem Nichts oder halb aus dem Nichts, letztes Jahr Diagnose Krebs und dann sozusagen hat es eigentlich so ausgesehen, dass es besser wird, aber dann doch nicht. Aber mir ist dann so ein bisschen die Realisation gekommen heute, wo ich dann auch gesagt habe, so traurig, ja, aber auf der anderen Seite auch wieder so ein bisschen Wake-up-Call für mich, wo man gesagt hat, okay, hey, nochmal, und das haben wir schon öfter gehört, ist einfach so dieses Thema, du hast nicht ewig Zeit, du hast ja auch was Gutes gesagt, du weißt nie, wann deine Sanduhr das letzte Korn fällt, du weißt, die Idealvorstellung ist 70, 80, 90, 100, whatever, aber du weißt es eben nicht. Du kannst morgen tot sein. Und da war für mich auch wieder so dieses Ding, enjoy your life, was man jeden Tag macht. Und auf der anderen Seite, gib Gas, Junge. Du willst ja erfolgreich werden, um auch mit deiner Familie die Sachen, die du dir anstrebst hier, eben auch genießen können. Und deswegen bleibt keine Zeit für Bullshit, für irgendwelche Bullshit-Leute, für gar keinen Bullshit, sondern nur nach vorne mit dem richtigen Mindset und Gas geben, Gas geben, Gas geben. Das mal dazu. Ja. Wir haben ja schon telefoniert in der Früh, das war, ich bin immer sehr, ich weiß nie, was man da sagen soll, wenn, ich weiß, man sagt mein Beileid, aber das wirkt dann immer so, ist immer eine schwierige Geschichte. Was ich auch gefunden habe, war, ich habe den Sven nämlich angerufen, weil ich genau gestern ein richtig gutes Gespräch mit einem Freund gehabt habe, der, kenne ich erst seit ganz kurzem. Kenne ich erst seit Super Bowl. Haben wir beim Super Bowl in Vegas kennengelernt und der ist jetzt da hergezogen, wo ich wohne. Und bombastischer Typ. Hat 5 Kinder, super nette Frau. Wir sind essen gegangen und fangen an ins Reden. Und ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind, aber mehr oder weniger hat er die ganze Zeit gesagt, wie dankbar er ist, dass er jetzt da ist. Er hat gedacht, das ist so schön, das Essen ist so gut, das Wetter ist ein Traum, die Menschen sind so nice. Alles war positiv, 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 positiv. Und dann während Essens haben wir geredet und irgendwie wegen einem Manifestieren. Wer gesagt hat, ja, ich will mir jetzt ein Haus da kaufen und Ding und hin und her. Und ich sage, ja, manifestiere es einfach. Und dann hat seine Frau gemacht. Und ich sage, machst du Org? Und sagt, ey, alles, was ich in meinem Leben erreicht habe, habe ich manifestiert. Und er sagt, deswegen, du wirst das oft hören von mir, viele mögen das nicht, aber ich bin einfach so, wenn ich dankbar bin, schreie ich es raus. Und am Boot, wie wir heimgefahren sind, hat er gesagt, Alter, es gibt nichts Schöneres, so schön, ich liebe es hier, es ist so schön.
alles positiv. Ich habe im Zug gehört, da ist kein einziges negatives Wort aus seinem Mund rausgekommen. Und dann haben wir über das Boot geredet, sage ich erst, ich weiß, es ist eine lange Story, aber macht Sinn dann. Sind auf seinem Boot drauf und er sagt, wieso hast du kein Boot? Und sage ich, nein, ich habe noch nie ein Boot gehabt und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch die Zeit nicht dazu, dass ich mich da jetzt einen Lehrer hole, wie ein Fahrlehrer halt, und dass man das alles aneignet. Ich will das Boot nicht irgendwo demolieren, also kaufen gleich demolieren, ist unnötig. Und er sagt, na, borg da meins, das ist ja wurscht. Sage ich, hast du mir zugehört? Ich habe gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben ein Boot gehabt. Und er sagt, ist ja wurscht, hol da meins, Alter, und dann fährst du mal tun, weil du es irgendwo anhast, ist ja scheißegal, das kann man ja ersetzen. Und ich höre so zu und denke, Alter, was? Er kennt mich genauso lang, wie ich ihn kenne. Vom Super Bowl seit Februar, Alter. Das sind jetzt was? 2 Monate? Und das zweite Mal, dass ihr euch seht, oder? Nee, habt ihr schon öfter gesehen? Zweite Mal jetzt. Also wir haben dazwischen halt telefoniert, weil ihm halt Hilfe mit Haus suchen und so weiter. Aber sagt er, ja, dann gönn das Boot und dann schau, ob es da taugt. Und ich denke mir, was ist mit dir? Sagt er, ist ja wurscht. Und sagt er, ja, was er nie verstanden hat, ist bei anderen erfolgreichen Menschen, wenn die sich sehr teure Sachen kaufen werden, wie er mal über Autos geredet, Lamborghini und so weiter, dann sagt er, er hat auch ein paar Freunde, die sich halt einen Lamborghini gekauft haben, aber dann darfst du nicht einmal reinsetzen ins Auto mit dreckigen Schuhen und sobald da ein kleiner Kratzer drauf ist, zucken sie aus. Und er sagt einfach, das versteht er nicht, weil solange man es mit Geld ersetzen kann, ist scheißegal. Er sagt, wenn du es nicht genießen kannst, dann kaufst du dir nicht. Sagt er, das Boot, egal was für einen materiellen Scheißdreck du dir kaufst, die Uhr, Hosen, Schuhe, egal was es ist, ein Auto, ein Boot, ein Flugzeug, es ist scheißegal, was du dir kaufst, alles wird used sein. Das wird einen Kratzer haben, da wirst du irgendwann einmal was ausschütten, du wirst es dreckig machen, du wirst es kaputt machen. Er sagt, wenn du es nicht genießen kannst, wofür kaufst du es dir überhaupt? Er sagt, er versteht auch nicht Leute, die sich einen Lamborghini kaufen und dann ist der 5 Jahre alt und hat 4000 Meilen drauf. Wo er sagt, für was kaufst du dir ein Auto, wenn es genau 300 Meilen fährst und dann denkst du, jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt mehr Meilen will er nicht drauf, weil dann kauft er nicht. Dann kauft er irgendein Arschlochauto und fährt mit dem 30.000 Meilen um und um, wenn du überlegen musst, was da los. Und dann sagt er, jetzt zum Zeitthema, wir sind genau einmal da, sagt er, ist ja mir scheißegal, was bringen wir $100,000, muss dazu sagen, der Mensch ist sehr erfolgreich, das heißt für ihn $100,000 sind vielleicht $100 für uns, aber er sagt, bevor ich jetzt $100,000 am Konto liegen habe, wenn ich morgen hinig bin und weg bin, dann bringt mir das Geld genau gar nichts, das hat man weder Happiness gebracht, das hat man weder irgendwelche Emotions oder gar nichts. Gar nichts gebracht. Keine, wie nennt man es? Memories? Keine Memories? Gar nichts. Und er sagt, mir ist lieber, ich nehme den 100er und habe meine 5 Kinder, was für ihn die Energiebasis ist, hat er gesagt. Seine Kinder, wenn seine Kinder, hast du Monster AG gesehen, den Film? Ja, klar. Wo es vom Schreien draufkommt, dass Lachen viel stärkere Energie ist als Schreien. Also Angstschrei ist, also Lachen ist besser als das. Das ist mir gestern eingefallen, ich habe es nicht gesagt, aber wie er gesagt hat, wenn meine Kinder lachen, gibt das mir Energie. Und er sagt, er nimmt so viel Zeit und Geld und Ding, dass es den Kindern gut geht, dass die, natürlich ist er, er zieht er die auch, aber er sagt, das Schönste ist, wenn die lachen, dann kriegt er Energie und er, da ist jeder Dollar alles wert. Mhm. Und da haben wir gedacht, bist du deppert, der ist viel weiter mental und wo ich mir gedacht habe, abartig. Ich mir gedacht, ich bin schon gut mit Aufschreiben und Manifestieren. Und er hat gesagt, aber, Junge, du kannst doch viel mehr. Ey, aber das ist, deswegen finde ich unsere Gespräche so geil, weil genau diese Story ist wieder eine der Stories, die mich wieder zum Nachdenken gebracht hat, wo ich auch wieder gesagt habe, so, Alter, stimmt. Wir beide umgeben uns ja auch teilweise dann mit unterschiedlichen Menschen, wo wir wieder anderen Input kriegen, aber vor allem erfolgreichen Menschen. Und das ist wieder etwas, wo ich meine, der Punkt, wo du jetzt gesagt hast, wenn du es dir nicht leisten kannst, dann lass es. Und das ist auf dem Level, wo er spricht, ist, auf dem Level leisten kannst, dass du dir keine Sorgen um Kratzer machen musst und diese ganzen Sachen. Wenn du dir keinen zweiten, dritten, vierten leisten kannst,
dann lass es. Mhm. So, wenn du da mit einem Headache da rangehst und du kaufst dir einen Lamborghini, weil du dir einen Lamborghini leisten kannst oder whatever, und dann hast du Angst, dass da eine Delle reinkommt, weil du dir vielleicht die Reparatur nicht leisten kannst, finde ich eigentlich einen geilen Ansatz. Wenn du da die ganze Zeit zittrig fährst und überlegst, oh, jetzt Schlagwelle oder regst dich, da ist ja eigentlich, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, wirklich nur Stress vorprogrammiert. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel das auf mich reflektiere und irgendwelche besonderen Willen im Kopf habe, die ich mir irgendwann im Laufe meiner Karriere holen möchte, wenn ich mir dann überlege, dann habe ich dann die ganze Zeit Angst drin zu wohnen oder wie auch immer und mache mir schon Gedanken über die nächste Reparatur, dann muss mir oder macht mir das jetzt bewusst, dass ich sage, okay, dann muss ich es mir auf dem Level leisten können, dass ich sage, ich kann mir noch eine zweite, dritte Villa davon kaufen, juckt mich nicht. Reparier das Ding und fertig ist. Aber das ist schon geil, weil dann enjoyst du es ja wirklich richtig. Also alles, was du machst, ist richtig geil. Ja, das. Ich meine, das ist etwas, was da habe ich nie. Zum Beispiel manche Freunde von mir sagen, ja, dein Auto schaut immer so geschissen dreckig aus. Der Tesla ist halt ein Family-Auto, da sind die Hund drin. Da ist mir wurscht, wenn die Hund irgendwas zerkratzen oder was auch immer. Das ist ein Nutzfahrzeug. Ein Nutzfahrzeug. Das verwende ich, um die Hunde zu transportieren, mich selber zu transportieren. Und das ist mir scheißegal, ob das jetzt ein Kratzer hat oder nicht. Oder weil ich nicht. Ja, also da bin ich schon ziemlich gut, auch beim Jetski und so weiter. Also da ist mir, wenn ich jetzt irgendwo einen Kratzer drin habe, ist ja wurscht. Oder alles, was materiell ist, ist ja wurscht. Du haust ein Glasl runter oder haust irgendwo eine Delle rein, ist ja wurscht. Kaufst was Neues, ist ja Tuttelbanane. Ich glaube, dass ich beim Lamborghini oder beim Porsche genau das Gleiche hätte, weil es wurscht ist. Früher war ich nicht so. Früher haben wir gedacht, da wäre ein VW, ein GTI gehabt, Alter. 2000 Fahrer oder was das war, keine Ahnung, was ich dafür, ist ja wurscht, irgendein GTI, wo man dachte, na, das Debra, Alter, schon ich. Dann habe ich einen Kratzer drin gehabt und dann habe ich geweint, Alter, weil mir irgendwer das Auto gekeyt hat, oben. Brandneu habe ich gehabt, in 5er GTI, glaube ich, habe ich gehabt. Ja, und ich war der Erste in Österreich, weil mein Onkel bei VW gearbeitet hat und er hat ihn schon gehabt und er hat ihn mir gegeben. Ich habe ihn dann von ihm gekauft. Und war super stolz gewesen. Ich glaube, die erste Woche, ich war der Einzige, der dann gehabt hat, bevor er überhaupt angekommen ist. Und Homsmann in Wien direkt oben gekiet, oben am Dache. So. Alter, ich habe blärt und geschrien und Ding und hin und her. Das war damals ein riesengroßes Investment für mich. Der hat, weiß nicht, über 30.000 Euro gekostet. Und da haben wir gedacht, Alter, du Arschloch! Heute. Also, ich muss schon sagen, da habe ich mir gedacht, okay, passt, da bin ich schon auf deinem Level. Ich genieße schon meine Sachen, wenn ich mir was kaufe, dann verwende ich es auch. Wo ich noch besser werden muss, ist, mich daran zu erinnern, wer weiß, wie lange ich noch da bin. Also nicht sagen, naja, in 3 Jahren mache ich dann das. Oder, naja, you know, in 3 Jahren machen wir dann Kinder. Und wenn ich 1 Million noch jetzt in den nächsten paar Wochen mache, dann mache ich das. Und wenn ich das erreiche, dann hole ich mir das. Ziele haben mich schon schön und gut, aber jetzt nicht, wenn ich gefragt habe, 5 Kinder, sage ich, Alter, sag, das Schönste auf der ganzen Welt. Sagt er, am liebsten hätte ich 300 Kinder. Sagt er, was ist mit dir, Alter? Sagt er, du kannst es dir nicht vorstellen, was das für eine Liebe ist. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, sehr erfolgreicher junger Mann, der hat Angestellte, die halt ihm durchgehend überall unterstützen. Also, ich glaube, das macht da einen gewaltigen Unterschied, wenn du eine Nanny hast, wenn du einen Gärtner hast, wenn du das hast, wenn du wirklich alles outgesourced hast, wo du dann wirklich nur arbeiten gehst, Kohle machst, alle anderen, also die ganzen anderen, ich würde sagen, mit Employees mehr oder weniger, einen Job verschaffst und die unterstützen dich im privaten Leben, damit du mehr Geld machen kannst, damit du dann mehr Zeit mit der Family verbringen kannst. Ich glaube, das ist ein gewaltiger. Aber ab wann hat er, weil wir das Gespräch auch schon mal, ab wann hat er Kinder bekommen? Hat er das Business mit Kindern aufgebaut oder? Ja. Mit Kindern aufgehört, krass, weil das ist ja genau die Frage, die wir uns immer stellen. Geht das? Und ich treffe auf so viele verschiedene Meinungen immer. Ist sehr, sehr interessant, dass er das auch sagt.
Ja, ich sehe es jetzt immer öfter. Ich meine, schau da an, wie viele Kinder hat der Elon Musk? Auch so fünf, oder? Fünf, sechs? Ah, viel, oder? Also, ich meine, Mhm. ich glaube wirklich, der Key, und da werden sich jetzt die Meinungen komplett trennen, nehme ich mal an, weil natürlich, meine Moms hat auch alles selber gemacht. Der mag keine Angestellten gehabt und geholfen oder was auch immer. Aber. Nein, Elon Musk hat 10 Kinder. 10. Ja. 3 verschiedene Partnerinnen. Ja. 10 Kinder, Alter. Aber bei so viel Geld ist es auch noch leichter. Also, er wird niemals über die Deswegen sage ich. Basics sich Gedanken machen müssen. Also, wenn ein Kind krank wird, wenn das da. Mir jetzt gestern eigentlich nur die Augen aufgemacht, weil ich gesagt habe, das Wichtigste, was wir haben, was wir dauernd verkaufen. Wir haben ganz, ganz wenig und wir wissen nicht einmal wie viel und wir verkaufen es die ganze Zeit. 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 Ich habe keinen Plan, ob ich jetzt morgen noch da bin, übermorgen noch da bin, ob ich noch 10 Jahre, 20 Jahre, 30, 40, 50 Jahre habe. Ich habe keinen Plan. Und diese ganzen depperten Pläne, die man sich in den Kopf reinhaut und naja, weißt du, wie gerne wieder mal nach Hawaii fliegen das? Die ganze Zeit reden wir drüber, sage ich, oh, da Hawaii wäre schon geil. Also nochmal nach Hawaii fliegen wäre schon geil. Und dann, naja, aber dann bist du weg von der Arbeit und naja, dann das und jetzt habe ich aber, jetzt rennt's gerade so super. Jetzt muss ich vielleicht nach Orlando fahren. Letzte Woche ein Haus verkauft in Orlando. Naja, das dauert 6 Stunden. So ein Tag hin und her fahren. Und Ding, natürlich macht es einen Sinn, finanziell macht es einen Sinn, aber wie gesagt, das ist ein kompletter Tag weg. Ein kompletter Tag. Und da hat mich dann, ich glaube, Gott gibt uns diese Bücher und die ganzen Gespräche, alles genau zum richtigen Zeitpunkt, weil warum haben wir gesagt, das 5-Day-Weekend jetzt lesen, nach dem anderen Buch und auf einmal haben wir das Gespräch und Ding und wegen Zeit und in dem Buch steht da drinnen 5-Day-Weekend. 5 Tage leben, 2 Tage hackeln. Und dann hat es mir wieder die Augen geöffnet. Wie gesagt, ich habe immer schon Option getradet, aber ich habe es nicht. Ich habe es mit einem anderen Gedankengang bin ich angegangen. Und jetzt, durch dieses Buch, habe ich es wieder komplett anders mal angeschaut und habe mir gedacht, eigentlich bin ich schon ein bisschen ein Depperl. Ich lasse schon viel Knädel am Tisch liegen, weil ich es eben nicht so mache, wie es im Buch steht. Weil ich mir gedacht habe, nein, ich tue auf Long Term, Long Term, Long Term, nur Steuern sparen. Wo ich mir gedacht habe, das ist dumm. Cashflow. Was erlaubt mir Cashflow? Ich kann mit meinem Handy nach Hawaii fliegen und ich habe meine Arbeit mit. Drücke aufs Knopfall und habe die komplette Woche verdient. Und sage dann, okay, passt, jetzt genieße die Woche. Ich habe es eh schon verdient und jetzt kann ich es da ausgeben. Lass mir es aufs Bankkonto überweisen, Kreditkarte, ching, 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 und du bist fertig. Was habe ich mir gekauft? Zeit. Immer Zeit kauft. Und Alter, da druckt es mir ein bisschen. Da denke ich mir, wenn du das mal realisierst, es klingt so, erst gratuliere, du kommst jetzt drauf, dass du nicht unendlich Zeit hast. Es ist ein Unterschied zu wissen, ich habe nicht ewig lang Zeit und zu spüren, ich will jede Sekunde genießen und ich will jede Sekunde besser verwenden und ich will nicht meine Zeit verkaufen. Ich will mir Zeit kaufen. Ja, was machen die extrem wealthy people? Die kaufen sich Zeit. Ich will nicht die Wäsche machen, ich will nicht kochen, ich will nicht in den Garten zusammenräumen, ich will nicht das machen, ich will das Boot nicht putzen, ich will das Auto nicht putzen. Aber ich will ein schönes Auto haben, ich will aber was essen und ich will einen schönen Rasen haben. Was machen die? Die kaufen sich Leute, dass dann das haben. Kaufen sich Leute, hört sich so negativ an. Die kaufen sich Zeit. Ja, Mitarbeiter halt. Ne? Ja, aber. Oder halt, es fängt ja dann bei vielen dann auch an, ich habe keinen Bock am Flughafen die Zeit zu verschwenden in der Wartelinie. Ich fahre private oder ich fliege private, fahre direkt aufs Rollfeld und gebe dann von da aus direkt Gas. Oh, warte mal, Junge, können wir ganz kurz pausieren? Sorry, also ich hatte jetzt gerade kurz einen Kundencall, deswegen muss man ganz kurz unterbrechen. Alles Aber auch gut. das ist genau das wieder, was Zeit bringt, wenn das coole Kunden sind. Ich arbeite ja wirklich nur mit Top-Performern.
was sehr, sehr gut ist. Und die haben auch nicht so viel Zeit. Die wollen zeiteffektiv gut arbeiten und so haben wir alle einen Win-Win draus. Also das ist mega. Ja. Ich weiß nicht, ich spreche das Buch jetzt zum tausendsten Mal schon wieder an. Aber wie er drinnen sagt, aufpassen, weil viele fallen in dieses Entrepreneurship-Ding rein, in dieses Solopreneur, wo sie dann anfangen, mehr oder weniger, man baut sich einen eigenen Job auf. Mhm. Und das ist mir aufgefallen. Ich bin gerade erst am Anfang von dem Real Estate. Nur mein Real Estate-Business hängt hundertprozentig von diesem Körper, von diesem Gehirn, von diesem Menschen ab. Wenn ich krank bin, null Einkommen. Wenn ich, weiß nicht, im Spital liege, wie, weiß nicht, vor einem Jahr mit der Gallbladder, kein Einkommen. Sicher kann ich im Spital liegen und anrufen und Papierkram erledigen, aber es ist kein Recurring Revenue, wo ich schlafen gehe und Geld reinkommt. Wo ich einen richtigen Schritt gemacht habe, ist ein Rental Property kaufen. Weil das macht rein theoretisch jeden Tag Geld. Es wird einmal im Monat bezahlt, aber rein theoretisch kommt da jeden Tag mehr Geld rein. Da kann ich jetzt schlafen gehen und ich mache noch immer Geld. Ja. Das gleiche mit Option Trading. Natürlich, da muss der Kopf immer da sein, aber da kann ich rein theoretisch auch krank im Bett liegen, kann ich noch immer einen Laptop aufmachen und machen. Was ich meine? Das sind coole Sachen, wo ich dann einfach mitgekriegt habe, okay, Zeit ist einfach Gold. Wie sagen Sie immer, Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Ja. Ich finde sogar, Zeit ist noch mehr wert als alles andere. Ich meine, es ist immer schon so gewesen, es ist nicht so, dass jetzt die komplett neue Eingabe ist und ich denke mir, bist du deppert, ich habe das neue Radl erfunden. Zeit ist wichtig. Aber da in die Tiefe zu gehen, finde ich richtig gut. Du hast gerade was Geiles gesagt, bevor ich es vergesse. Solopreneur, hast du richtig gesagt. Ich schaue mir zurzeit viel vom Dan Martell an, der auch schon mehrere Millionen Businesses aufgebaut hat. Und der hat auch heute ein Live gemacht und darüber geredet und hat zum Beispiel erzählt, er hat ein Business innerhalb von einem Jahr aufgebaut, was schon über 1 Million im Jahr macht, ist entstanden über eine Instagram-Story und hat einen Vergleich gezogen zu einer Dame, die ein Fitnessstudio aufgebaut hat als Solopreneur. Bei ihr war es so, sie hat halt sich erstmal um alles gekümmert. Sie hat sich einen Loan von 50.000 geholt, sie hat dieses Studio irgendwo einen Raum gemietet, das ganze Equipment geholt, hat von ihren Eltern das Loan geholt und so weiter, hat im Endeffekt 3 Kunden. Bei ihm war es anders, er hat seine Community zum Beispiel gesagt, er würde das gerne machen, wer hat da Interesse, hat darüber einen Geschäftspartner gefunden, die darauf Experte sind und so weiter und hat das Ganze darüber ins Rollen bekommen und bevor das Ganze überhaupt stand, hatte er schon Leute, die das besser kennen als er, die das dann mit ihm zusammen aufbauen und hatte mehr Kunden da schon, als sie, die sich in Perfektion und Überdenken, ich mache das alles allein und so weiter, verloren hat. Und der hat auch ein Buch geschrieben, gerade über dieses Thema Buy Back Your Time, sozusagen, wie kann ich direkt, selbst wenn ich als Entrepreneur nicht alles weiß, wie er gesagt, ich baue mein Flugzeug, während ich von der Klippe springe, sozusagen, dass ich nicht hinfall. Und diesen Ansatz von dem finde ich halt super geil, weil er keine Zeit verschwendet, weil er noch gar nicht weiß, kommt es an, kommt nicht, hat kein Ego drin, wenn es nicht klappt, klappt es nicht, nächstes Ding geht weiter, weil er in sich selber sicher ist, er weiß, wer er ist und auch wenn von außen, ja, jetzt machst du schon wieder was Neues, machst du schon wieder, ihm ist das scheißegal und das finde ich von der Attitude super geil. Also Zeit zurückkaufen, nicht lange warten, nicht als Solopreneur, die Sachen, von denen du keine Ahnung hast, abgeben. Er hat gesagt, ich habe dich, wenn Leute kommen, ja, wie soll ich das machen, sagt er, ich habe dich dafür eingestellt, dass du das klärst. Und dann sagt er, find raus, was ist dein, er sagt 1-3-1 oder sowas, was ist das Problem, was sind deine drei Lösungsansätze und für welchen Weg entscheidest du dich? Diese 1-3-1-Regel fand ich auch richtig geil. Ich finde, das ist was gesagt, wo ich zustimme, aber nicht zustimmen. Zustimme im Sinne von, wenn du viel Geld machen willst und viel Zeit verbringen willst mit deinen Kindern oder irgendwas anderes, oder du willst einfach, auch wenn du allein bist, du willst einfach nur im Jetski sein, auf gar keinen Fall ein Solopreneur sein, weil du einfach deine ganze Zeit im Geschäft sitzt. Aber wenn du ein Mensch bist, der sagt, ich will nichts anderes machen, als mein eigenes Gym haben, ich liebe es, habe ich nämlich einen Freund, der liebt das.
der will einfach in der Früh hingehen, geht in sein Gym rein, da kriegt er, das freut ihn so sehr, dass er sagt, das ist meines, da kommen meine Kunden her, die lieben die Environment, und er macht sein Einkommen und er ist happy damit. Er geht am Abend heim und ist der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Der will keine 800 Milliarden Dollar machen, der will einfach nur sein Gym, solange er kann, will er das machen, weil das macht ihn happy. Auch geil, wenn man das machen will. Ich will lieber Zeit haben und will reisen. Ich will nach Hawaii fliegen. Jedes Mal, wenn ich am Reisen bin, deswegen freue ich mich so auf Kanada, spüre ich, wie sehr ich das liebe. Ich freue mich auf einen dummen Business-Class-Flug, wenn es einmal ruhig ist für 4 Stunden und ich da einfach einmal, da habe ich dann Zeit, wieder ein Buch aufmachen oder ein Laptop traden, egal was. Das macht mich happy. Das macht mich happy. Das ist geil. Und ja, aber wie gesagt, das war jetzt eben das eine, was ich sagen wollte. Nicht, dass jetzt jeder glaubt, du darfst nicht deinem Traum nachgehen, wenn du ein Solopreneur sein willst und dein Traum ist, erst ich will mein eigenes Gym haben und ich will das machen und meine ganze Zeit darin, es wird nur da drin sein und den ganzen Tag, geil. Oder ich will nur daheim, also ich habe eine Freundin, die ist Accountant. Die ist Accountant und sie sagt, ich liebe es. Ich brauche nicht aus dem Haus gehen. Ich stehe in der Früh auf, ziehe mich nur oben schön an, sitze dann am Computer mit meinen Zoom-Calls, mache meine Arbeit von zu Hause aus. Zum Mittag darf ich eine Stunde machen, was ich will, Mittagspause. Haut sie vor die Couch, isst dort was, chillt mit die Pets und dann geht's wieder arbeiten. Und dann um 5 ist sie fertig und hat nichts mehr zu denken. Sie will den Stress nicht haben von weiter grinden, dies und das. Sie sagt, sie will ihr 9-to-5 und das war's. Ja, da muss ich aber sagen, das ist ja wieder komplett andere Schiene. Also das ist zum Beispiel, das ist so, wenn du happy damit bist, Dings, eher im Denken, genauso wie wir sind, okay, wir haben ganz kranke Visionen, wir können für eine gewisse Zeit Solopreneur sein, aber müssen möglichst schnell schauen, dass wir outsourcen, damit wir eben uns über die Sachen, in denen wir gut sind, uns Gedanken machen können. Und alles andere, wo wir, oder wie gesagt, du weißt ja auch zum Beispiel, ein Business, was komplett auf einen Owner angewiesen ist oder dass der Owner drin ist, das funktioniert nicht ohne, kannst du später schwer verkaufen. Also heißt, du musst ein Business aufbauen, was, wenn du jetzt sagst, ich will das 10x oder weiß ich nicht wie viel X verkaufen, muss das Business ohne dich rennen. Das heißt, du musst outsourcen, von vorne reinschauen, damit das funktioniert. Und deswegen finde ich so geil. Klar ist, jeder soll das machen, was ihn happy macht, aber in unserer Denkweise mit gerade Zeit gewinnen, Zeit kaufen, ist der Weg, was er sagt, und deswegen schaue ich mir den sehr gerne an. Ja. Sehr, sehr gut. Nein, das Buch sagt es ja, weil das Example, was ich gerade gebracht habe mit der Freundin, die Accountant ist, die nichts anderes machen will, sie will ja keinen Five-Day-Weekend, sie strebt das ja gar nicht an. Ich will aber 5 Tage lang mehr oder weniger nichts tun und 2 Tage hackeln. Das ist mir am liebsten. Ich will einfach. Ja. Das ist mein Ziel. 5 Tage lang nichts tun und 2 Tage lang hackeln. Und ist mir jetzt einfach aufgefallen, dass ich momentan in die falsche Richtung gegangen bin, wo ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt einen Monat nach Hawaii, verliere ich einen Haufen Geld. Bei Real Estate aktiv als Realtor da jetzt unterwegs sein, muss ich da sein. Muss ich den Leuten die Häuser zeigen? Muss ich die Häuser herzeigen, die ich verkaufen will? Ja. Bin ich mehr oder weniger angebunden an Florida? Genau. Kann ich nicht mir erlauben, einen Monat wegfliegen? Geht nicht. Oh, außer ich habe genug Geld und sage, okay, jetzt einen Monat habe ich kein Einkommen. Dann ist es wurscht. Aber wenn ich mir jetzt aufbaue ein Rental Property Portfolio, wo ich weiß, da habe ich dann ein Management, das sich darum kümmert. Natürlich muss ich da auch bezahlen, aber ich kann halt einen Monat in Hawaii sein, wenn ich Bock drauf habe. Und wenn du dann verschiedene Sources hast auf Income, bum, 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 nämlich Trading, das, da gibt es so viele Sachen, kannst du dir deine Zeit zurückkaufen. Und deswegen heute Thema Zeit. Zeit kaufen ist so, so wichtig. So wichtig. Und vor allem für den Seelenfrieden, es gibt so viele Sachen, die ich einfach nicht gerne mache, dass die abgegeben sind, damit ich meine kreativen Sachen nachgehen kann. Als kreativer Mensch wird für mich immer wichtiger und wichtiger, weil ich weiß, dass mich bestimmte Themen, die wichtig sind im Berufsleben auch,
dass die mich abfacken und dass die mich nerven, wo ich jetzt schon weiß, die werde ich als, ich weiß jetzt schon ganz genau, welche Gebiete ich mit den besten Leuten, die ich finden kann, abgeben werde. Ja. Egal, ob es die Agency ist oder irgendwas anderes, damit das jemand anders macht, damit ich komplett in meiner Linie bleibe, weil ich weiß ganz genau, dadurch bin ich selber 1000-mal glücklicher. Und darum geht es auch so. Das wird mich erfüllen, wenn ich wirklich einfach das, weil ich mache eh schon einen Job, der mir, egal ob es Moderation ist, Kommunikationstraining, die Agency, egal, das macht mir Spaß. Ich will mich aber vor allem mit den Investoren oder den krassen Unternehmern umgeben, mit denen über diese Themen reden, wie man das noch skalieren kann und so weiter und so fort. Das macht mir Spaß und dabei will ich bleiben. So. Und die anderen Sachen, die ich vielleicht nicht so gerne mache, die will ich abgeben. Die will ich abgeben. Musst du auch. Wie gesagt, ja. Der hat mir gestern die Augen so einen glücklichen Menschen. Da war ich wirklich, ich würde nicht sagen eifersüchtig, aber da habe ich richtig die Energie gespürt, weil man gedacht habe, der ist auf einem ganz anderen Level. Ich war happy, dass wir uns gesehen haben. Aber er hat mir aufgezeigt, weil es für mich schon so Standard ist. Über das haben wir auch schon mal geredet. Dieses Standard. Ja, ich lebe am Wasser. Standard. Ist normal. Ich sehe es. Alter, nichts von dem, was ich da habe, ist normal. Nee. Der holt uns mit dem Boot ab, von meinem Backyard. Mhm. Hupf aufs Boot und dann fahren wir was essen. Wo man dachte, und dann, er hat mir das wieder aufgezeigt, sagt er, boah, schau dir das an. Wow. Ja. So schön da. Wow. Geiles Wasser. Geile Luft. Boah, das Essen ist gut. Bist deppert, die war freundlich. Ma, da lasse ich jetzt einen großen Tipp da. Alter. Mhm. Aber das ist genau das, was ich auch immer sage oder was, wo wir uns beide gegenseitig erinnern. Überleg mal vieles, was du heute hast. Darüber wirst du vor 10 Jahren super oder dein früheres Ich wäre dafür super happy und super stolz und wäre erfüllt. Man darf eben nicht in diese Spirale reinfallen, dass wann ist genug? Also vieles von dem, was ich heute habe, sage ich auch so oder was passiert ist oder welche Jobs ich machen darf, wie ich auch schon gesagt habe, so oh ja. Ja, aber das ist ja nichts. Das ist ja nichts, weil dann vergleichst du wieder mit dem und da. Und dann bist du über das, was du gerade hast, eigentlich nicht happy. Umgekehrt, meine Mom, die hat nicht diese Ambitionen für größer. Durch die Armut, aus der sie kommt in Serbien und krass, was sie sich in Deutschland aufgebaut hat, so. Aber diese, meine Mom und mein Dad war auch so, brauchen nichts. Wir haben alles. Wir brauchen nichts. Wir sind happy und wir sind gesund. Euch geht's gut. So, und wenn ich dann so viel arbeite, sagt sie, schau mal, du bist die ganze Zeit gestresst, wir brauchen nichts. Und wenn ich ihr von meinen Visionen erzähle, Svenche, Geld macht nicht glücklich. Das Geld macht nicht glücklich. Schau, wir haben doch alles, wir sind glücklich, wir sind alle gesund. So, und ich denke mir halt so, weißt du, ich wäre aber trotzdem auch glücklich in einer Villa in Miami. Na, da geht's dann einfach nur ums, jeder Mensch hat andere Ambitionen, was ja okay ist. Deine Mama hat schon zu 100% recht. 1000%. Es passt alles, es ist Bibi fein, du bist gesund, das ist, es passt. Übrigens, der Bart schaut wieder leiwand aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt schaust du wieder aus wie der Sven, so wie ich dich kenne. Jetzt kommt wieder. Das ist das Minimalste jetzt, was wir schon mal da haben. Ich sehe ein bisschen mehr wieder aus wie ich. Der kommt auch nicht mehr weg. Also, nein, passt. Ja, na, an alle, die jetzt zuhören oder noch immer zuhören oder da sind, ihr wisst das ja eh selber, Zeit kann man, ist das Einzige, was man sich nicht kaufen kann. Gesundheit kann man sich auch nicht kaufen. Gesundheit und Zeit sind die zwei wichtigsten Dinge im gesamten Leben, weil wenn es, wir wissen nicht, wie viel Zeit das wir haben. Morgen kann es aus sein. Es kann nachdem ich da auflege, es kann währenddessen jetzt was passieren und ich bin weg vom Fenster. Das ist... Ja. Wir wissen es einfach nicht und deswegen jedes, die Present ist ein Present, ist ein Geschenk. Mhm. Und fuck, der war deep, der war gut. Ja, lasst euch das durch den Kopf gehen. Mir jetzt das gestern richtig, kennst du das, wenn du dir einen Film anschaust und dann geht so dieses, die Animation, dass er gerade, oder die Glühbirne geht auf. Ich habe es gestern nicht nur da oben gehabt, sondern auch da drin, wo ich es gespürt habe, weil man dachte, fuck, Alter, ich habe so viele dumme Ansätze zeitweise, weil man denkt, auf das warte ich noch und auf das warte ich noch. Dumme Sachen wie das Auto, überlege mal und das und hin und her. Aber noch viel andere Themen, wo man denkt, worauf warte ich mit Kindern eigentlich? Das ist auch sowas. Das mache ich abhängig von Geld oder von Ding und Zeit. Und ich habe keine Zeit, ich muss hackeln. Alter.
Oh, aber da war, ja, okay. Ich will gar nicht nochmal anfangen. Ja, nicht, es ist einfach, ja. Zeit, meine Freunde. Wir haben Aber nur das, wieder oben, wissen da wir. kann sich doch Genau. jeder auch noch mal diesen Film anschauen. Wie hieß der, wo man die Zeit hier ablesen kann mit Time irgendwas? Kennst Wahrscheinlich du? Ja, Time. Keine irgendwas mit der. Kennst du den? Kennst du nicht? Ja, mit Timberlake. Ja, Justin Timberlake war ein geiler Film auch zum Thema Zeit. Ja, Also was Zeit getradet haben. wo es wirklich Zeit kaufen kannst. Ja, Ja. gut. Alles klar, Ja. Junge. Gut, Junge. Dann nochmal, wir hören uns morgen wieder. Ja. Ja. Und für all diejenigen, die wieder teilhaben wollen beim Buchclub, 5-Day Weekend unten verlinkt, holt euch das geiles Buch.